Bei GC hat er sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen, bis in die erste Mannschaft. Heute ist er aber Gründer und Leiter von der erfolgreichen Fußballschule Training for You. Herzlich willkommen, Ariel Dacuri! Danke vielmals, Silja. Danke für die Einladung. Hey, wir haben es geschafft! Ja, wir haben es geschafft. Wo bist du jetzt gerade? Ich sehe Fußballfeld. Da geht gerade mein Fußballherz auf. Wie schön. Wo bist du jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt das Training gehabt, bin jetzt fertig. Und hinter mir trainiert unser Trainer, der Etienne Scholz, mit dem Alexander, der gerade mal 7 ist. Ja. Oh, so schön. Weißt du was? Ich wollte ein bisschen mehr erfahren. Ich glaube, du kommst so ganz fest. Der tönt ja weh, gell? Weißt du was? Er ist ja Muckis, gell? Okay, den machen wir jeden Tag rum, oder? Hey, genau. Und es sieht gut aus. Danke vielmals. Aber du darfst sehr gerne irgendwo drin sitzen, wenn du magst. Ja, mach ich gerade. Gut. Perfekt. Vielen Dank. Sehr gut. Alles gut. Ey, das sieht mega aus. Kannst du auf das aufpassen? Immer fleissig am Trainieren. Ja. Ey, so cool. Ich lebe. Wo bist denn du jetzt gerade? Gladbruck, Sportanlage auch. Oh. Ariel, jetzt sitzt du sehr gut, hast ein Plätzchen gefunden. Ja. Also können wir ein bisschen besser miteinander schwätzen. Ich wollte dich hier auch nicht sehr, sehr lang aufhalten. Ich weiss, du gehst dann gerade wieder raus zu deinen Jungs. Aber schauen wir doch ein bisschen zurück, zuerst einmal auf deine Fußballkarriere. Wie bereits erwähnt, hast du bei GC angefangen Fußball zu spielen, sämtliche Nachwuchsstufen durchlebt bis in die erste Mannschaft. Nach GC bist du zum FC Winterthur gekommen. Was ist denn nachher passiert? Ja, ich bin eigentlich als 18-Jähriger zum FC Winterthur und habe eigentlich sehr grosse Hoffnung gehabt, um dort meine Karriere weiter zu lancieren. Weil von Winter habe ich immer gut gehört und sind in der Challenge League immer Top 4 gewesen. Und so habe ich eigentlich Motivation gehabt, um in die Challenge League zu wechseln und dort vielleicht nochmal meinen Durchbruch zu starten. Aber so wie es halt sein musste, habe ich mich wieder verletzt und Operationen gehabt und dann bin ich nie so richtig in Schwung gekommen. Ich hatte dann den 2-Jahres-Vertrag dort und 5 Einsätze in diesen 2 Jahren können machen durch Verletzungen. Und ja, bin ich dann ausgelehnt worden zu Baden ein halbes Jahr, um eben die Belastung ein bisschen minimieren, weniger Druck, weniger Trainings, aber auch dort ist es wirklich physisch, körperlich, kniebezogen, wirklich schlecht gewesen. Also, es ist gar nicht gegangen. Oh je. Yeah. So habe ich dann müssen wirklich eingesehen, um aufhören, was eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Also, das wünsche ich niemandem. Ja, das glaube ich. Wie geht es dir aber heute mit denen? Also, die Verletzungen sind jetzt aber alle vollumfänglich geheilt. Ja, dadurch, dass ich ja nicht mehr richtig Fußball spiele, habe ich auch nicht mehr so viel Belastung. Und somit kann ich eigentlich normal Trainings geben, mitmachen, auch und so selber Sport treiben. Ja. Jawohl. Verstehe ich. Aber Gott sei Dank geht es dir heute besser. Du bist ja nachher zurück zu GC. Also du bist nachher GC, eben, du hast ihn aufgehört zu shooten, bist aber GC treu geblieben, weil du hast ja nachher die U14-Mannschaft als Haupttrainer dürfen leiten. Wie war es für dich gewesen, als Juniorentrainer, dürfen die U-Mannschaft zu trainieren? Ja, also es ist eigentlich sehr, sehr kompliziert. Ich bin eigentlich, bevor ich zu GC gegangen bin als Trainer, bin ich bei IF tätig gewesen, IF Juventus. Man hat dort sämtliche Junioren trainiert und ja, können coachen, vor allem das. Und bin auch technischer Leiter gewesen, gleichzeitig. Also haben die ganze Juniorabteilung können leiten und koordinieren. Und dann ist halt immer das Angebot gekommen von GC und ich habe eigentlich immer von Anfang an wieder abgelehnt. Und wo dann das Angebot kam, als 14-Trainer, ja, bin ich schon schwach geworden. Und dann das hat sehr, sehr wertgeschätzt, weil ja, damals bin ich immer für GC und ja, bin ein GC-Kind. Und haben dann die Chance wahrgenommen. Und überglücklich gewesen, alle wieder zu sehen, wieder das Logo tragen und das als Trainer und die kleinen Jungs gesehen, wo ich auch mal in dieser Situation war. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön gewesen.
Ja, das glaube ich. Ich denke, selber spielen und dann nachher dürfen trainieren oder dann das Training leiten. Ich denke, da hast du auch sehr gute Voraussetzungen, wie du sagst. Du kannst natürlich sehr gut nachvollziehen, was in diesen Jungs natürlich vorgegangen ist, oder? Weil du hast eigentlich das Gleiche durchlebt, oder? Reden wir aber jetzt über die Gegenwart. Wie bereits erwähnt, bist du heute erfolgreicher Unternehmer. Du bist Gründer und Leiter von einer Fußballschule. Eben, die haben wir bereits erwähnt. Die heisst Football for You. Football for You. Mal ist richtig, gell? Also Training for You, Football is More. Ja. Genau, genau. Wie ist die Idee zu dieser Gründung entstanden? Die Idee war eigentlich so, dass ich früher eigentlich nur schnell war und habe viele Goals gemacht, aber technisch bin ich, wie soll ich sagen, ein bisschen durchschnittlich gewesen, nicht so überragend. Und ich habe immer noch die Szene im Kopf, wo mein Trainer in der 13, das ist übrigens der Luca Fiorino, der ist noch jetzt in der Schweizer Nationalnachwuchsabteilung, hat mich 15 Minuten vor und nach dem Training genommen und hat mit mir die technischen Sachen kurz angeschaut und mit mir trainiert, also Pass, Ballannahme, Prallala. Das habe ich mit ihm so eigentlich trainiert und das haben wir fast jeden Tag gemacht, wo wir trainieren können. Und das hat mir ein bisschen gezeigt, okay, durch viel Üben, durch viel Lernen kann man besser werden. Und das habe ich immer noch im Hinterkopf gehabt. Also als Spieler und dann als Trainer ist mir das immer wieder in den Sinn gekommen. Und habe ich gedacht, okay, die Juventus hat sehr viele Talente, aber auch viel, die dazu lernen oder noch ein schneller lernen, damit sie vielleicht eben den Schritt zu GC, FCZ, Winterthur schaffen. Und dann habe ich das halt bei IF Juventus eingeführt mit Talenttraining. Also die besten Spieler von jedem Jahrgang, von jeder Mannschaft zusammengepickt und dann ins Training da. Und so hat es dann als Talenttraining geheißen. Und es ist mega gut gegangen. Die Eltern sind zufrieden gewesen, der Verein ist mega zufrieden gewesen. Und dann ist eigentlich ein Moment gekommen, der für mich überraschend war. Wir haben jeden Sonntag während der Meisterschaft trainiert. Dann war die Winterpause. Und dann sind mega viele Anfragen gekommen. Du, kann mein Sohn nicht nochmal bei dir weiterhin trainieren und das. Und ich bin ein bisschen schockiert gewesen, weil ich das jetzt nicht erwartet habe. Weil sie sind jeden Sonntag, nebst dem, dass sie jeden Tag noch trainieren kann, sind sie auf dem Platz gewesen. Und dann in der Pause wollen sie noch mehr trainieren. Und das war so eigentlich der Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht soll ich das wirklich anbieten, weiterhin Spezialtraining, Privattrainings. Habe es aber dann klar. Habe aber dann das Konzept in dieser Zeit ein bisschen erarbeitet und nie so richtig Mut gehabt, um das wirklich durchzuziehen. Ja, und dann im 2018 habe ich dann wirklich alles zusammengenommen und gesagt, okay, ich versuche es mal. Zuerst gratis, wirklich ist gratis gewesen, die Schulgruppentrainings. Ist gratis für die Spieler und dann habe ich dann angefangen, das mit Preisen und jetzt sind wir da und haben eine Firma daraus gegründet. Und es macht mich mega stolz und ich bin mega glücklich, dass jetzt das so gut gelaufen ist. Du darfst auch ganz fest stolz sein und ich finde, wenn man Mut hat, dann etwas zu wagen, dann ist es ja schön, wenn man nachher dafür belohnt wird. Und in deinem Fall hast du alles richtig gemacht. Reden wir ein bisschen genauer über deine Fußballschule. Du bietest ja diverse Arten von Trainings an. Du hast Einzeltraining, du hast Goalie-Training, Torschusstraining, Athletik, Grundtechnik und noch viel, viel, viel mehr. Ganz allein kannst du das unterdessen eben nicht mehr bewältigen. Du bist gewachsen. Es ist so schön zu sehen, wie deine Fußballschule gewachsen ist. Hast du da Leute, die dich unterstützen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es nie immer allein gemacht. Es ist meine Freundin, die mich auch dabei unterstützt hat. Dann habe ich die Leute von IF Juventus, die von Anfang an dabei waren und mich da ein bisschen gefördert haben. Aber jetzt als Team wirklich habe ich jetzt einen Kofi Nimele, einen 17-Weltmeister von der Schweiz. Wow. Wo im Hintergrund ein bisschen dabei ist und jetzt in Basel eigentlich das Ganze macht, was ich in Zürich mache. Ohne ihn wären wir vielleicht nicht so schnell gewachsen, sage ich jetzt mal so. Also ein grosses Dankeschön an Kofi. Dann habe ich einen Trainer in Zürich, der Daniel Salzmann, einen ganz, ganz Jungen, der früher aufgehört hat zu shooten. Ist jetzt aber auch bei Zürich Trainer gewesen und macht das jetzt nebenbei Training for You.
auch sehr, sehr dankbar. Also ohne die Leute würde ich die Trainings nicht allein bewältigen. Und jetzt sind wir so weit, dass ich Trainings muss absagen, weil wir nicht so viel Kapazität haben. Oder das hätte ich mir nie können erträumen oder denken, dass es so weit kommt. Und seit neuestem haben wir noch Dejtin Scholz als Trainer, der sehr, sehr aktiv ist im Moment. Er ist ein ehemaliger Profi, bei Wild spielt, bei GC Basel, zuletzt noch bei FC Bayern München 2. Also auch ein Spieler, der viel, viel Erfahrung mitbringt und Qualität natürlich auf dem Platz. Und das ist ja das ist ein Wert von Training for You, dass wir Qualität haben. Sei es jetzt mit den Spielern oder als Trainer auf dem Platz, die Übungen. Ja, also ohne diese Leute würde ich jetzt nicht so schnell können wachsen und wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, das ist genau ausschlaggebend. Also du hast sehr, sehr kompetente Leute um dich herum. Leute, die auch die Kinder, Jugendlichen, sogar aber auch Profis ausbilden. Und da sind wir jetzt ja schon. Also die Leute, die sich bei dir anmelden oder die Spieler und Spielerinnen, weil du hast auch Fußballerinnen, die bei dir trainieren. Von der Altersklasse hast du da alles, gell? Definitiv. Also wir machen ab 7 fangen wir an, mit kleinen Junioren und Juniorinnen zu trainieren. Alles, was vorher ist oder jünger ist, bringt für uns nicht so viel. Das ist für mich Geldverschwendung für die Eltern, weil du nicht viel rausholen kannst. Aber so ab 7, 8 fängt dann wirklich das Fußballspielen an und da kann man wirklich den Kindern etwas beibringen. Und natürlich auch Erwachsene, eben, man lernt News und Profis lernen von uns. Oder ich sage jetzt immer, unser Ziel ist, dass auch ein Profi von uns lernt, dazu lernt. Und ja, so stehen wir. Und ich glaube, wir können zufrieden sein, weil sonst würden nicht weiterhin Profis bei uns trainieren oder Frauen und und. Also, wir sind auf einem guten Weg. Aber haben noch vieles vor uns und es kommt noch viel. Und das ist schön. Also eben die Kombination in einem Verein zu spielen, aber dann auch noch zusätzlich Trainingseinheiten bei euch. Ich denke, das ist eine optimale Kombination für die Spielerinnen und für den Spieler, oder? Die Kombination. Auf jeden Fall. Und vor allem, ich denke halt ein bisschen weiter, für Trainer und den Verein ist das sicher mal etwas, wo jeder kann profitieren. Ich meine, unser Ziel wäre ja, dass Vereine ihre Spieler abgeben für einen Tag oder so und dass sie dann besser wieder zurückkommen ins Mannschaftstraining oder vielleicht sogar in einem Match, dass sie dann besser werden. Und das ist eigentlich, also ich, wo ich Trainer war, ist für mich auch sehr, sehr schwierig gewesen, 25 Spieler alle besser zu machen. Es geht nicht. Oder du hast strikte Anweisungen vom Verein und kannst nicht auf jeden eingehen. Und jetzt bei uns, wegen dem sind wir eigentlich da, wegen dem unterstützen wir die Spieler, aber eben auch Trainer, damit Trainer ihre Spieler können abgeben und hoffen, dass sie wieder besser zurückkommen, dass sie, ja, wie soll ich sagen, weniger Aufwand haben und trotzdem qualitative Spieler bekommen. Das ist so eigentlich die Mischung, die wir anbieten. Und das ist, glaube ich, das, was uns ein bisschen unterscheidet zu anderen, dass wir nicht nur wollen, so viele Spieler wie möglich und so viel Geld machen wie möglich, sondern wir wollen, dass die Spieler auch wirklich besser werden und dass man Qualität sieht. Genau, Qualität, das ist ein gutes Wort. Ariel, wie sehen jetzt deine Zukunftspläne aus mit deiner Fußballschule? Wir wollen weiterhin wachsen. Wir sind auf dem Weg dran. Wir wollen verschiedene Standorte, also in der Schweiz sind wir in Zürich und in Basel. Am Trainieren und das Ziel ist natürlich, 2-3 andere Kantone nochmal zu besetzen. Mhm. Und natürlich wollen wir auch noch expandieren und in Deutschland, Italien, Frankreich, wenn es gut läuft, sogar noch in Thailand etwas aufbauen. Und ja, das Ziel ist, dass alle unsere Trainer oder alle die Leute, die dabei sind, eigentlich nur das können machen und nichts anderes. Mhm. Nämlich mit den Spielern zusammen sein, trainieren, Trainings vorbereiten, umeinander reisen, die Spieler, die wir trainieren, zu betreuen, Match schauen, analysieren. Das wird dann Zukunftsmusik sein. Ja. Ja, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Jetzt, Ariel, wie kann man sich bei euch anmelden, wenn man Interesse hat, von euch trainiert zu werden? Am besten über eure Homepage oder wie kommt man am besten in Kontakt zu euch? Genau. Man kann über unsere Homepage, über www.
www.training-4u.ch. Mhm. Kann man gehen. Oder über Instagram haben wir ein Instagram-Profil, wo man uns dort eigentlich anschreiben kann, wo unsere Telefonnummer drinnen ist, E-Mail-Adresse. Ja, und ja, die mich kennen, natürlich direkt über Telefon. Und ja, so läuft es eigentlich. Aber mit uns kann man wirklich schnell erreichen und wir schreiben eigentlich in der Regel sehr schnell zurück. Wir sind aber wirklich sehr oft und intensiv im Instagram drin. Also, wenn man uns sucht, dann gehen über Instagram. Die kein Instagram haben, über Facebook oder über die Homepage. Sehr gut, sehr gut. Ariel, ich wollte dich auch nicht länger aufhalten. Ich weiss, die Jungs warten von außen auf dich. Wir sind am Ende von unserem Talk angekommen. Schau, Ariel, ich wünsche dir von ganzem Herzen das Allerbeste. Und dass du mit Training for You, mit deiner Fußballschule noch ganz, ganz viel erreichen wirst, wachsen wirst, ganz viel Erfolg. Und hey, bleib am Ball. Danke vielmals für deine Einladung und super Interview gewesen. Ich werde dranbleiben, natürlich nicht allein, sondern mit allen Leuten, die mir helfen. Auch dir kann ich ein Dankeschön sagen. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Interview haben kann. Dementsprechend nochmal vielen Dank und ich hoffe, dass was du machst, dass es weiterhin so läuft, wie du es willst. Und ich finde das eine super Sache. Danke vielmals. Liebes Grüßli, bis bald. Ciao. Tschüss, Ariel. Ciao.